Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Rena und wir schauen, ist wieder Wochenende und wir schauen, was kommt auf dich zu diese Wochenende im Liebesbereich. Ob erwartest du jemanden oder nicht, ob kommt jemand oder nicht. Die Karte Nummer 1. Meine Lieben, ich würde sagen, räume auf und erwarte. Doch jemand kommt, meine Lieben. Seht ihr schon? Mindestens kommt ein Anruf, mindestens kommt ein SMS mit irgendwie romantische Geste, ja. Vielleicht eine Liebeserklärung. Diese Karte kann auch das sagen. Kann sein, dass du, weil du hier Maske trägst, kann sein, dass du wirst dich nicht erkennbar zeigen. Ich meine auch, wenn das nur im Internet oder sagst, nein, ich will ihn nicht sehen. Vielleicht ein Ex, könnte auch sein. Meine Lieben, diese Karte, das ist die Königin der Münzen. Sie sagt, räum auf, bleib zu Hause. Diese Wochenende bleibt zu Hause und kann sein, du bekommst einen Besuch. Was bringt dieser Besuch mit? Doch wird, ich sag mal so, jemanden bringt mit, vielleicht Freund, vielleicht Freundinnen und Freunde. Und ich vermute, auch wenn das ist nicht Mensch, den du magst. Er bringt jemanden mit, den du später gerne wirst haben. Das ist wie zwei Menschen, wie ein Magnet. Anziehungskraft, Hoffnung für die Zukunft, für ein Paar. Erstens, hier ist 10 Kelche. Von einem Abend kann sein, ich sag mal so, du musst nicht unbedingt diese Wochenende aus dem Haus gehen. Du wirst eingeladen. Das heißt, später kannst du aus dem Haus gehen, wenn du Einladung bekommst. Sieht so aus, du bekommst irgendwohin eine Einladung, meine Lieben, mit, ich sage, mit großer Perspektive auf eine Beziehung, auf eine richtige Beziehung. Von einer Party, kleine Runde, vielleicht deine Freundinnen. Übrigens, muss nicht unbedingt ein Mann kommt oder ruft dich an. Alleine wirst du aus dem Haus nicht ausgehen. Das heißt, deine Freundinnen kommen und sagen, wir gehen mit irgendwohin oder noch was. Oder ein alter Bekannter sagt, oh, wir gehen, magst du mit uns? Hier spielt auch keine Rolle, wie alt du bist. Eine wunderschöne Wochenende. Ich möchte gerne noch, meine Lieben, deine Botschaft, Botschaften deiner Seele, irgendwie sowas heißt das. Eine Botschaft von deiner Seele für dich. Jenseitskontakte. Du erhältst Botschaften aus der geistigen Welt. Habe keine Angst. Ich habe euch gesagt, meine Lieben, dass vielleicht einer von euch, vielleicht mehrere von euch bekommen diese Einladung, ein Zeichen vom Universum, Botschaft vom Universum, hab keine Angst, kannst ruhig ausgehen. Und meine Lieben, eigentlich steht nichts im Wege, dass du dich auch verliebst. Sieht so aus, meine Lieben. Auf jeden Fall, ich wünsche euch, meine Lieben, eine wunderschöne Wochenende. Viel Spaß, viel Glück. Schreibt mir eure Kommentare, wie spielt sich das aus? Ich bin immer neugierig. Alles Gute und alles Liebe, viel Spaß und viel Glück, meine Lieben. Tschüss, Papa.